Und wenn wir neu anfangen, sind wir schon wieder wach. Sehr schön. Gut, wir hätten jetzt hier Eisenbahn. Eisenbahn. Hier können wir das Jod drin schmeißen. Dann haben wir hier noch elektrischen Stahl. Na, ich weiß noch nicht, was wir damit sollen. Würde ich erstmal mit da drunter packen. In den Ofen. Kommt da drin. Aluminium, Alter, so viel Goldkies. Komm, wir schmeißen erstmal Goldkies in. Hier haben wir noch Eisen, Kupfer, Kupfer, normale Kies, Eisen. Eigentlich sollten wir hier mal eher. Da würde jetzt einen kleinen Moment dauern. Hier drüben denn eher das noch hinstellen. So, dann haben wir hier noch den. Das können wir zum. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die kann hier drin. So. Hier haben wir dann noch Lapis Lazuli, die kann auch hier drin. Knochen, Feuerstein brauchen wir erstmal nicht unbedingt. Zumindest nicht hier oben. Und dann haben wir hier das Marmor noch. Den würde ich ja gerne. Also wenn wir jetzt viel zu viel haben davon, ist mir in der Hinsicht aber erstmal persönlich vollkommen wurscht, aber wir können damit hoffentlich. Ah, oh nein. Wisst ihr, was jetzt richtig genial wäre? Man baut es ab und hat einen Block. Das wäre jetzt. Oder das generell wieder zum Block zusammen zurückcraften. Das wäre. Geht das nicht irgendwie? Das sagen so. Das wäre so geil, wenn wir jetzt hier so. Oh, ein Block. Ach, ist doch Mist. Stimmt, da war was. Da war ja was. Aber wir könnten, was wir machen könnten. Da lassen wir uns ja nicht lumpen. Wir werden ein bisschen mehr brauchen als das bisschen, was hier so steht. Aber wir haben natürlich auch nicht so viel Auswahl. Können auch natürlich nur so viel verbrauchen, wie wir da haben. Wow. So, 34 haben wir noch. Könnten wir vielleicht die Seite nochmal nehmen. Entgeht nicht alles. Wir werden trotzdem erstmal alles wegpflastern hier. Ich sage jetzt ohne mehr dran gedacht. Das hat ja nur mit ganzen Blöcken ging. So, zwei haben wir noch. Gut, und jetzt haben wir 0. Und aber dafür 33 Blöcke zurück. Und mit den 33 Blöcken könnten wir hier in die Richtung. Dieses Glas müsste auch wieder fertig sein. Erstmal würde ich gerne draußen machen. Bevor ich hier drinne. Hier drinnen werdet natürlich auch genial. Mit den Marmorblöcken hier drinnen. Sieht bestimmt nice aus. Aber erstmal würde ich gerne hier draußen. Alter. Alter. Oh, das ist doch mal richtig genial, oder? Doch, das gefällt mir sehr gut mit dem weißen Zaun. Ich hoffe nur, dass das halbwegs reichen wird. Ansonsten wird es schwierig, wieder Marmor ranzukriegen. Und es wird nicht reichen. Es wird genau nicht reichen.
Aber das sieht geil aus. Das sieht gut aus. Mit dem weißen, das gefällt mir sehr gut. Sehr gut so, ja. Und ich weiß, da hinten in die Richtung war noch Marmor. Hier haben wir Lehm, den werden wir später noch brauchen. Aber erstmal. Oh, guck mal hier. War ich da schon mal? Hallo, Spiel. War ich denn hier schon mal drin? Auf eine Marmortour? Hier ist nur Eisen. Nö. Anscheinend. Entweder war ich hier schon mal oder. Ja, es lohnt sich einfach nicht. Hallo? Zum Teil reagiert die Maus echt schnell. Mal total. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich, warum ich so ungewohnt mit ihr spiele. Weiter zurückgesetzt. Alles klar. Jetzt läuft sie doch viel flüssiger, viel schneller. Es ist immer so eine Sache, in manchen Spielen läuft sie zu schnell, da rennt sie mir förmlich weg, muss ich dazu sagen. Bei Minecraft hätte ich sie schon gerne ein bisschen schneller. Und da muss dann immer eben, ja, die Einstellung muss eben einfach passen, das muss zusammenspielen. Vorher war mir das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe die Maus schneller bewegt, als sie hinterhergekommen ist. Und das war dann so dieser Grund, warum ich immer nicht wusste, wo ich auf immer war. Aber ich denke, so sollte jetzt doch. Da ist ein Bienenstock, den holen wir uns später auch irgendwann. Wenn wir dann anfangen, Honig anzupflanzen. Aber unsere Spitzhacke macht nicht mehr lange mit. Ist natürlich sehr doof. Aber für das bisschen muss man reichen. Und rein theoretisch, wenn wir denn mal ehrlich sind, muss ja der Baum hier ohne in der Luft schweben. Das sieht ja dann oben ein bisschen komisch aus. Kann man nur gleich mitnehmen. Denn wir brauchen immer noch das Holz für unseren Dachbalken. Beziehungsweise später dann natürlich auch, um unsere unsere Leitungen zu verstecken. Marmor, hier ist so viel Stein und so. Ist denn hier irgendwo auch Marmor? Hier nicht, hier nicht. Auch nicht. Andesit, Marmor. Da haben wir den. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Hier ist auch noch ein bisschen was. Wobei, hier geht ein bisschen weiter. So, immer einen Rückweg sichern. Und wir können wahrscheinlich dann gleich wieder ihn. Und da ist er. Aber wir haben immerhin hier noch. Ich denke, wir haben hier noch. 26 Stück, das sollte eigentlich reichen. So viel brauchten wir ja nur ohne mehr. Werden wir sehen. Eigentlich reicht's. Eigentlich reicht's. Aber wer weiß, was wir. Ach, stimmt ja. Wir wollten ja hier, genau. Bei der Treppe im Haus wollten wir ja auch noch. Aber das können wir trotzdem machen. Das sollte nicht das Problem sein. So. Ja, nochmal einen Schluck trinken. Hallo. Und dann können wir eigentlich immer ein Stück rennen. Von Not den Atlas haben wir ja immer bei. Ich hoffe, wir gehen richtig. Warte mal, wenn da die Sonne untergeht, gehen wir jetzt definitiv nicht richtig. Wir müssten eigentlich eher in die Richtung gehen. Wir gehen gerade vollkommen falsch. Was allerdings auch nicht schlimm ist. Das Schöne ist, wir kommen immer mehr an. Und wo mehr ist, ist irgendwo auch in unserer Heimat.
einzige Vorteil, wirklich. Okay. Jetzt sollten wir vielleicht doch mal langsam auf den Atlas gucken. Ja, wir gehen aber in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt bloß noch schräg rüber noch. Da, schräg rüber und dann sind wir schon da. Von hier oben aus müsste man da eigentlich schon fast die Heimat sehen können. Ja, noch nicht ganz. Da hinten leuchtet es. Ah, schön ausgeleuchtet eigentlich. Wenn ich das mal so angucke von hier aus, sieht gut aus. Auch mit dem weißen Zaun, der kommt super zur Geltung. Wenn er erstmal das Dach fertig ist, noch, wow, wird schon cool. Da hinten, das bauen wir wieder ab, die helle Stelle. Hier, ja, finde ich, ist ein bisschen schwach beleuchtet. Könnte vielleicht doch ein bisschen mehr sein. Aber eigentlich für einen Wegpunkt ist es schon vollkommen okay. Die ist schon vollkommen okay so. So, dann machen wir jetzt hier ein letztes Stück Zaun noch. Ich finde das genial, das sieht so gut aus. So. Doch, hier fällt mir sehr gut. Und dann oben. Beziehungsweise ab hier könnten wir das genauso durchziehen. Passt doch gut mit dem Marmor hier oben zusammen. Würde allerdings überlegen gerade, ob wir da nicht doch einen anderen Zaun noch machen. Oder den hier lassen. Warte mal, wir haben... Oh. Wir haben keine... Keine Spitzhacke mehr. Verdammt. Wir nehmen uns erstmal den hier mit drin. Und dann müssen wir den mal so eins abbauen. Ich weiß, der wird verschwinden, glaube ich. Eventuell wird er verschwinden. Aber dann ist es auch so. Dann, mein Gott, scheiß auf. Das ist eh nah weg. Mein Gott. Und hier würde ich gerne mal... Mal jetzt sagen, wir machen so ihn hier oben hin. Das sieht ein bisschen komisch aus. Der sieht auch komisch aus. Eine fette Steinklotzwand. Nee, passt nicht. Denn lieber das, was war. Denn lieber den lassen. Das sieht gut aus. Das gefällt mir schon ganz gut. Das Ding und das Ding brauchen wir auch nicht mehr. Und huch, das tauschen wir mal aus. So, dann würde ich mir sagen, hauen wir uns... Huch, hallo. Die letzten zwei Bären erstmal hin. War hier eigentlich noch was zu fratzen drin? Nee, den. Ach, guck mal hier. Die Dinger haben wir ja auch noch hier drin. Ah, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Das kann hier bleiben. Wir brauchen eine neue Spitzhacke. Auf jeden Fall. So, den würde ich gerne auch hier mit drin lagern. Und der Rest kommt nach unten erstmal. Das ist ja alle Towncraft-Zeug. Halt, hier lang. So. Da hat es alle Towncraft-Kram. Genau so Füller. Und den würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Runde schnorcheln. Und wir brauchen immer noch Leder. So unsere Müscraft-Ecke angucke, da fehlt uns immer noch Leder. Ja, muss ich sagen, wäre schön, wenn wir da vorher eine Ecke irgendwie oder allgemein einfach irgendeine Möglichkeit hätten, um einfacher an das Leder ranzukommen. So, die Tür haben wir gemacht. Ja, und das ist fertig, das ist auch fertig, sehr schön. Und dann haben wir noch ein paar Eichenholz. Nicht unbedingt viele, aber ein bisschen was. Der haben wir hier den Balken zusetzen können. Gut. Oh Gott.
jetzt erstmal wieder an Nahrung. Ding ist, dass das hier alles so ewig braucht. Gut, durch den Zaun sieht man jetzt natürlich noch weniger. Aber das braucht eben alle doch eine ganz schöne Weile. 71. Dann würde ich sagen, gehen wir uns mal wieder Äpfel holen. Auch wenn wir jetzt übelst einen Knast haben, aber wir rennen einfach mal, weil wir gerade weil wir so einen Hunger haben. War das schon? Ja. So. Wenigstens eben. Erste Mal was. Ja, ich bin gespannt, wie es auch bei uns weitergeht, muss ich ehrlich sagen. Also bei Freude, also nicht, dass wir jetzt irgendwie Probleme hätten oder sonst irgendwas. Aber eben, ja, so wie oft schon erwähnt, immer noch der Bau, der Umbau. Und ja. Also mein Bester und ich, wir hoffen eigentlich, dass sie sich einfach selber irgendwann mal entscheidet, was sie nun wirklich will und wie sie es will. Und das Warum spielt in der Hinsicht nicht mal eine Rolle, aber. Es wäre schön, wenn man denn irgendwann einfach mal fertig werden könnte. Aber wenn man denn dabei ist, dann sagen wir mal, man hat fast fertig. Ja. Ja, man fängt was an. Sagt sich, oh cool, fast geschafft. Ist ja nicht mehr viel. Dann fällt dir wieder was in und dann fängst du wieder von vorne an. Aus dem Grund, weil du dann doch wieder irgendwo was abreißen musst oder so. Da würde mich mal interessieren, wann wir hier fertig werden. Ich meine, ich genieße es. Mir macht das doch Spaß. Muss ich ehrlich sagen. Mir macht das doch Spaß, mit meinen Kumpels zusammen zu arbeiten. Auch vor allem für Frauchen eben auch ihr zu versuchen, ihre Träume zu erfüllen. Das, was sie möchte, soll sie natürlich auch bekommen. Sie, wie gesagt, lässt mir meine Freiheit auch eben mit dem Zocken und von daher möchte ich ihr das auch gönnen. Ne? Sie soll einfach nur zufrieden mit allem sein und sich natürlich auch in ihrem Reich, ne, auch wohlfühlen. Und das versuche ich ihr natürlich so gut wie dir zu ermöglichen. Dass ich natürlich nicht alles kann, das ist ganz klar. Also ein Mensch, der alles kann, der muss Langeweile schieben ohne Ende. Einfach weil er alles kann. Er hat ja keine Lebensaufgabe mehr, nichts mehr, worauf er hinarbeiten kann oder was er lernen kann oder so. Sehe ich zumindest. Ich so von meiner Seite zumindest so. Also mir wäre urst langweilig, wenn ich alles können würde. Wäre mir scheiß langweilig. Und eh noch. Komm, 16. So. Dann haben wir ein paar Stacks an Äpfeln. Die können wir erstmal noch hier lassen. Und dann müsste man mal eigentlich gucken. Eigentlich dürften ja. Oder sollten ja zumindest die Gläser auch soweit sein. Das Lass sollte soweit sein. Die Goldbarren oder wie auch immer. Also diese Alum Gold Kies sollte soweit sein. Da müsste man jetzt immer so langsam gucken, ob wir da nicht irgendwie. Hallo? Ja, jetzt ein bisschen. Oh, was Neues machen können. Noch rechtzeitig hier sehen, Gott sei Dank. Und nebenbei noch einen Schluck getrunken. Nach stundenlangem Quaken wird ihn doch irgendwann so. Naja, man hat einfach irgendwann Pappmaul. Ne? Man ist nur am Erzählen für andere, was mir natürlich auch. Ich würde es nicht machen, wenn mir keinen Spaß machen würde. Muss man dazu sagen. Ne? Ich mache es nicht, weil ich es muss oder weil ich jetzt keinen anderen Sinn sehe in meinem Leben oder sonst irgendwie. Natürlich habe ich einen anderen Sinn. Mein Sinn im Leben ist mein Sohn. Und natürlich auch meine Frau. Aber ja. Der andere Sinn ist natürlich auch zu sagen. Man macht es gerne. Ziemlich klares Glas von Ender.io, da ist es doch schon. So, den können wir gleich wieder. Ja. Den können wir gleich wieder wegschmeißen. Das sieht geil aus mit dem Clan. Das ist auch herrlich. Sieht schön aus. Doch, gefällt mir sehr gut. So.
So, ziemlich klares Glas. Zack, und zack. Und dasselbe hier drüben nochmal. So. Daraus hätte ich gerne Treppen, ganz ehrlich. Daraus hätte ich gerne Treppen. War schon cool so mit dem Glas. Und, ach, schön. Schöner Blick. Halt. Warte mal. Wir könnten jetzt hier aus dem Ofen. Haben wir das Jolt? Haben wir hier noch Eisenerzkies? Eisenerzkies haben wir hier auch noch mal drin. Kupferkies haben wir hier. Dann können wir noch mal die Jolt da noch mal drin schmeißen. Und eigentlich auch mal die ganzen Erze zum Beispiel. Alles da. Nein. Also hier haben wir Kupferkies, Eisenkies, Kupfererz, Eisenerz, Aluminium, Aluminiumerz. Das könnten wir auch mal so untereinander packen, dass wir das ein bisschen so sortiert haben. Und dann kann er hier fleißig vor sich hin brutzeln. Hier ist nichts weiter erstmal in der Truhe drin, wozu auch brauchen wir nicht unbedingt. Könnte man sich allerdings als Vorlage für Carpenters-Blöcke zum Beispiel machen. Muss aber nicht unbedingt. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Nee. Hier ist auch nichts. Hier ist eigentlich nur so das Wichtigste bis jetzt. Hier haben wir das Buch noch. Wie war denn das? Jetzt bin ich schon wieder. Wie war denn das jetzt, dieses Buch herzustellen? Sogar dafür braucht man Leder, oder? Kann das sein, das war hier. Nee, war das hier oder war das hier? Nee, hier war das ohne. War das hier? Oh nicht. Ich glaube, das war hier. Ach nee, das mussten wir so zusammen craften. Ich glaube, das war ein Bug und ein Leder. Ne? Warte mal. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Mystcraft. Hier Beschreibungsbuch nicht. Verbindungsbuch. Auch nicht. Nicht verbundenes Verbindungsbuch. Auch nicht. Symbol. Symbolfoliant. Das macht er uns natürlich. Das zeigt er uns. Aber das Ding hier zeigt er uns nicht. Davon können wir uns natürlich aber auch 16 Stück wieder rausziehen, weißt du? Das Beschreibungsbuch. Sehr schön. Ich bin gerade wieder überfragt, wie war das? Ich glaube mit dem Leder. Schreibtisch können wir uns so 64 Stück rausziehen, aber. Wie war das? Ich glaube mit Buch und Leder. Wir brauchten noch ein Leder dafür. Irgendwie war das. Auf jeden Fall. Leere Seite. Ihre Seite zeigt er uns auch nicht an. Schade eigentlich. Sternkluft. Schwarze Tinte zeigt er uns so sicher. Ja, warum auch, ne? Hinten Ampulle. Na jo, zeigt er uns nicht an. Das ist egal. Wir haben ja im Endeffekt haben wir erstmal ein Verbindungsbuch. Haben wir ja. Finde ich auch immer wieder cool. Aber wir sind zu dicht dran, das stimmt. So. Gut, Nahrung haben wir hier noch, das haben wir hier noch. Wir haben hier wieder ein bisschen was fertig. Könnten mal gucken, was unsere Enderperlen sagen. Mal wieder. Ob die vielleicht schon wieder ein Stück weit gewachsen sind. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung. Wir haben jetzt eine ganze Menge. 86, 71, 55. Gut, brauchen noch ein bisschen. Enderperlen haben wir hier natürlich noch nicht drin, aber sie wachsen und gedeihen. Die werden wir nachher für Ender.io, werden wir die auf jeden Fall noch brauchen. Wir brauchen die für unsere Waypoints. Müssen ja da auch noch, ja, 4 Stück von machen. Und gerade denn, wenn wir hier über das Meer schiffern, würde ich schon gerne paar Waypoints mitnehmen, weil ich ständig über das Meer gurken. Ich glaube, das wird dann doch ziemlich heftig werden. So, was können wir jetzt noch? Hier können wir später noch die Bücherin packen. Hallo? Die verbunden sind hier, wie man sieht. Wir werden so einen Ausblick hier zum Beispiel in der Hinsicht, muss man sagen, werden wir nie wieder genießen. Der nächste wird dann entweder so, so sagen hier, so, oh, hier an unserer schönen Müscraft-Ecke, oder wirklich dicht dran und dann, oh,
Aber dann ist das hier schon wieder weg. Denke ich eigentlich. Ach, siehst du, apropos. Stimmt ja. Wenn das andere nicht so weit ist. Vielleicht ist ja das so weit. Hier, die werden wir lassen. Erstmal. Jep. Das ist soweit. Hier können wir wieder drei neue ernten. Die können wir gleich mal da drüben hinschmeißen. Die können wir hier gleich wieder hinten packen. Und hier wächst auch langsam. 1, 2, 3, 4. Passt. Fertig. Sehr schön. Dann haben wir das Feld wenigstens voll. Und wir könnten jetzt sagen, dass wir das erste schon mal platt hauen. Eigentlich können wir das erste schon mal runternehmen. Kotten, Kotten, Kotten. Die Reihe müsste eigentlich alles Kotten sein. Das nehmen wir Oma mit. Das nehmen wir Oma mit. Das nehmen wir Oma mit. Die können wir auch alle gleich hier. Dann können wir auch gleich alle wegrotzen. Hallo? Dann machen wir hier alles wieder zur Erde. Und dann machen wir, denke ich mal, auch langsam Ende. Auch wenn wir heute nicht wirklich viel aufgenommen haben. Aber wenigstens. Ach, da ist noch eins, siehst du. So, und dann nehmen wir hier das mit. So. Jetzt bin ich bloß am Überlegen, was ich hier mitmache. Auf jeden Fall erstmal abpflanzen. Wir hatten da irgendwo, oder wir hauen uns die hier. Machen wir kurz weg. Ich ein bisschen hier so ein bisschen abseits, dass sie so, ah. Die müssen ja nicht direkt bei uns stehen, die Dinger hier. Jetzt, so, hier, hallo? Hier. So, hier unten wir setzen 5, so, und dann. Ja, Mahlzeit. Und dann haben wir das auch. So, da stehen unsere Leuchteblumen, deswegen ist es da auch ein bisschen heller. Den natürlich sehr genieße. Ja, sehr genieße. Wie sehen die eigentlich aus? Warte mal, ah nee, wir hatten ja hier ein Fenster. Sehen wir die von hier aus? Hier sehen wir nur das Ding. Und natürlich unser... Ah. Ich finde unser Feld echt genial, das sieht gut aus. Ein bisschen langgezogen, die Schweine kommen aber nicht rüber. Es reicht. Wir haben noch ein bisschen Getreide, wir haben Kotten und wir haben eine ganze Ecke Soja können wir anbauen, was wir definitiv brauchen werden. Und da haben wir unsere Leuchteblumen. Entschuldigung. So. Können wir uns holen? Oder noch oben. Eigentlich können wir uns auch noch oben hinstellen. Solange wie wir den Ausblick noch haben, sollten wir ihn auch genießen. Wenn wir uns hier mal, warte mal, wenn wir, sagen wir, stellen uns mal hier so hin. Haben wir hier auf der Ecke. So, dann haben wir alle im Blick. So, mal ein cooles Bild. Ja. Und mit diesem Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession und sage schön mit Öl, bis zum nächsten Mal bei Minecraft Medieval. Euer Cortax.